Hallihallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Wir sitzen hier in der Sonne, da drüben ist die Alexandra. Hallo. Und wir sitzen hier vor unserem Wohnwagen, ja, und wir sind ganz begeistert und wir wollten heute ein Video machen. Wir wechseln uns jetzt mal ein bisschen ab und wir haben auch die Sonnenbrillen auf, weil es ist leider etwas zu hell hier draußen. Leider? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir wollten ein Video machen über das Thema, ja, worauf wartest du noch so lange oder lebe deine Träume und so. Und die Alexandra wollte gerne anfangen damit. So wollte ich das. Ja, ich gebe jetzt mal rüber. Ich wollte anfangen, ist sehr interessant. Also, ja, wir haben jetzt eben einen Wohnwagen seit 4 Wochen ungefähr und sind jetzt auch schon zum 4. Mal weg. Und ja, das ist immer mein Traum, war es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon immer so, dass ich gedacht habe, so, ach, das ist, sieht irgendwie cool aus, das würde ich auch gerne mal machen. Und ich kenne das halt noch vom Zelten früher und war dann immer ganz neidisch auf die Leute mit Wohnwagen, weil die ein Bett hatten. Und ja, dann haben wir das einfach ausprobiert, haben uns einen geliehen, haben das ausprobiert, weil wir natürlich auch gucken wollten, gefällt uns das, kommen wir damit klar, kommen wir mit den anderen Leuten klar auf dem Campingplatz. Und vor allem ist es auch was für unsere Kinder, würden die da auch mitmachen. Und hatten das dann über Ostern ausprobiert und waren total begeistert und waren dann relativ kurz entschlossen dann eben auch, ja, wir haben das natürlich schon auch alles abgewägt und so, aber haben dann relativ kurz entschlossen uns eben einen Wohnwagen gekauft. Und wir sind ja relativ viel im Stress, es ist einfach klar, der Lars ist selbstständig, ich bin selbstständig, wir haben 3 Kinder, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, da gibt es immer viel zu tun und wir können uns zu Hause nicht entspannen. Es war schon immer so, dass wir eigentlich immer wegfahren mussten, damit wir irgendwie mal ausspannen können. Und das ist halt jetzt hier ideal, ja. Wir nehmen einfach unseren Wohnwagen, hängen den hinten dran, unser kleines Haus und fahren irgendwo hin. Muss ja noch gar nicht weit sein, aber hier gibt es eben nicht so viel zu tun. Ja, man muss sich nicht um viel kümmern und man kommt raus und kann entspannen. Und wir genießen die Zeit mit unseren Kindern dann halt auch ganz anders. Also wir sind viel präsenter und mir fällt jetzt schon gleich der Arm ab. Und ja, also wenn ihr einfach, was ich damit jetzt sagen will, ist, wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr irgendwas ändern wollt, dann denkt nicht lange darüber nach oder was heißt, denkt nicht lange drüber nach, aber wenn ihr merkt, dass ihr, dass irgendwas nicht stimmt oder ihr irgendwas anders machen wollt in eurem Leben, dann sucht euch eine Möglichkeit, das zu ändern, was ihr ändern wollt. Weil ich kann auch noch mal ein ganz kurzes Beispiel nennen. Ich habe halt sehr lange in einer neurologischen Klinik gearbeitet und ich war da früher super glücklich. Ich dachte immer so, ach schade, dass ich so früh schon den perfekten Arbeitsplatz gefunden habe. Da werde ich ja nie was Neues kennenlernen, weil ich dachte, da bleibe ich jetzt einfach auch bis zur Rente. Ja, ich hatte super nette Kollegen und es war einfach ein super Umfeld. Und ja, durch diese ganze Gesundheitsreform und so ist natürlich alles auch ein bisschen schlechter geworden. Und ich habe gemerkt, ich bin zunehmend unzufriedener geworden und war nicht mehr glücklich da. Und dann habe ich den Schritt gemacht und habe die Fortbildung zur Schmerztherapeutin gemacht, habe mich selbstständig gemacht und jetzt bin ich wieder super glücklich. Ja. Und ich glaube, es ist ganz, ganz verhängnisvoll, wenn man dann in so einem Job hängen bleibt, nur weil man denkt, ja, da hat man jetzt irgendwie gute Konditionen, wenn man sich da nicht mehr wohlfühlt, wenn man da nicht mehr glücklich ist, wenn man zur Arbeit geht. Klar, gibt es immer mal Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, weil man einen blöden Kollegen hat oder einen doofen Chef oder weil die Arbeit gerade viel ist, aber wenn das ganze Umfeld einfach auch nicht mehr stimmt, dann muss man sich halt vielleicht irgendwie einfach mal überlegen, was gibt es noch für Optionen oder wenn einem überhaupt die Arbeit an sich auch keinen Spaß mehr macht. Das kann ja mal sein. Also ich meine, 40 Jahre lang immer dasselbe zu machen, kann ja auch sein, dass einen das irgendwann nicht mehr erfüllt und dann keine Scheu davor haben, auch mal zu gucken, ob man was ändern kann. Ja. Also meine Mutter, die hatte sehr Angst, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, was ist denn das Problem? Ich finde jederzeit wieder einen Job. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht sogar in meinem alten Job, also in meiner alten Stelle, vielleicht nicht mehr zu denselben Konditionen. Aber manchmal muss man halt noch was riskieren, um auch sich wieder frei und glücklich zu fühlen. So, jetzt darf der Lars noch mal was sagen. Genau, also bei mir geht das halt, mir geht das auch so. Ich habe in meinem Leben schon so viel gemacht, auch beruflich und ich finde mich ja auch alle 5 Jahre irgendwie neu. Jetzt machen wir hier YouTube, in 5 Jahren oder 10 Jahren machen wir wahrscheinlich was anderes oder es verändert sich nur partiell. Ja. Wichtig ist auch für euch, wenn ihr das hier guckt und vielleicht gesundheitliche Probleme habt, ja, es ist wirklich so eine Kombination aus Ernährung und
geistiger Gesundheit oder auch Spiritualität, die gehört ja auch dazu. Ja? Wenn ihr unzufrieden seid in eurem Job, euch nicht gut ernährt oder wirklich krank seid, dann ändert was und zwar sofort. Ja? Uns hat ja das Vegane so weitergebracht. Wir haben nur ein drittes Kind, weil wir vegan geworden sind. Wir sitzen auch nur hier und können die Sonne genießen, weil wir vegan geworden sind und auch YouTube machen, damit wir jetzt auch mal hier ein Filmchen drehen. Das ist ja auch Arbeitszeit. Ja? Aber die macht ein bisschen mehr Spaß als im Büro zu setzen. Ja? Und die Ernährung macht, ich würde mal sagen, die Ernährung macht so 50% aus. Dann hat man so eine Basis gelegt. Ja? Und oft ergeben sich dann diese ganzen spirituellen Sachen und auch geistigen Sachen so danach. Also wir kennen so viele Leute, die sind vegan geworden und die wurden dann danach, haben die ihren Job gewechselt oder sind auf Weltreise gegangen oder was auch immer. Man erwacht so, weil man nicht mehr so betäubt ist. Ne? Uns ging das ja so, als ob so ein Schleier von uns fällt und wir plötzlich sehen, hey, da ist ja noch mehr. Ne? Ja. Und jetzt war es halt so, dass wir so drin waren im Hamsterrad, immer am Wochenende. Ich habe immer in die Mails gegangen, immer am Computer. Ich mache noch das. Die Alexander wollte irgendwas, was ich unter der Woche nicht geschafft habe. Im Haus mache ich jetzt am Wochenende. Und so waren die Wochenenden fast blöder als unter der Woche. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt rausfahren und woanders sind, ist das alles hinter uns. Und wir haben nur so einen ganz kleinen Raum hier in unserem Wohnwagen und der lässt sich auch putzen. Wie lange brauchst du, eine halbe Stunde oder was? Ja, das mache ich dann halt immer, aber erst dann... Das machst du später, also wenn der auf dem Parkplatz dann steht und ein paar Tage später, aber es ist halt einfach nicht so viel Arbeit und hier muss auch keiner mähen, also wir müssen nicht mähen und wir sitzen einfach draußen, packen wieder ein und fahren nachher wieder nach Hause. Ja? Und zwei Tage fühlen sich dann für uns an, so wie eine Woche Urlaub. Ja? Und das ist richtig toll. Und da kommt unser Sohn und will uns einen Zaubertrick zeigen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und schreibt uns gerne auch einen Kommentar, wie sich das für euch vielleicht verändert hat, was ihr geändert habt und ob es euch damit besser gegangen ist. Und dann bis bald. Tschüss.